Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tresor-Ratgeber. Heute einmal mit einer etwas speziellen Möglichkeit, Geld und Wertgegenstände im Haushalt zu verstecken, nämlich mit einem Dosensafe oder auch Dosentresor genannt. Das, was ihr hier seht, ist keine Weinsauerkrautdose, also doch, es ist die Dose, aber es ist kein Weinsauerkraut drin, sondern das ist ein Dosensafe. Dieser Dosensafe, wie ihr seht, sieht absolut aus wie eine Dose, klingt auch so, ist aber bisher noch nicht gefüllt. Ja, und der Hintergrund ist, wenn ihr, ähnlich wie in meinem Fall, diverse Wertgegenstände zu Hause habt, für die ihr jetzt nicht direkt einen Tresor anschaffen wollt oder wo es das nicht so ganz wert ist oder der Tresor fällt zu sehr auf im eigenen Haushalt, dann könnte man das ja auch dementsprechend auf andere Art und Weise im Haushalt verstecken, zum Beispiel in der Abstellkammer oder im Vorratsschrank. Hat zudem den Vorteil, dass er natürlich dann eure Wertgegenstände weiter über den Haushalt verteilen könnte, und wenn dann doch einmal, man mag es nicht hoffen, ein Einbruch passiert, dann habt ihr vielleicht eure Wertgegenstände so verteilt, dass nicht alles auf einmal weg ist. Das ist so der Hintergrund oder die Idee, was man damit anfangen könnte. Schauen wir uns einmal die Funktion an. Wenn wir uns die Dose nehmen, wie gesagt, es ist eine richtige Dose, fällt die rein gar nicht auf, nur vom Gewicht aktuell, dann können wir diese aufschrauben und sehen hier, die wurde etwas modifiziert, so dass ihr da etwas reinlegen könnt, hat also einen Schraubverschluss, und wenn ich hier jetzt, ihr seht es schon, einfach was reinlegen wollte, wäre das natürlich schwierig, das fällt auch relativ schnell auf, also im Idealfall dann noch mit etwas ausstopfen, so dass dementsprechend das Ganze keine Geräusche macht, also noch ein bisschen mehr davon rein, und dann könnt ihr ganz gut etwas verstecken. Auch schwere Gegenstände. Man muss natürlich aufpassen, es sollte nicht zu schwer werden. Beispiel, ich habe hier ein paar Silbermünzen, die würden gerade noch gehen, aber mehrere von diesen Silbermünzen-Tubes wären dann wohl sehr schwierig und absolut auffällig. Das heißt, es ist auch nur begrenzt möglich, hier etwas zu verstecken. Aber wenn ihr das dann in eure Abstellkammer stellt, noch eine andere Dose drauf, fällt tatsächlich rein gar nicht auf, weil das auch Originaldosen und Original-Schriftzüge, also gedruckte Verpackungsmaterialien sind. Von daher eine super Möglichkeit. Okay, wie könnte man das Ganze einsetzen? Man könnte es einfach so in den Raum gestellt, fällt die Dose natürlich auf, aber kombiniert mit anderen Dosen sehr unauffällig. Und was man auch machen könnte, wenn man einen günstigen Safe zu Hause besitzt, ja, der ja doch bei einer gewissen Gewaltanwendung schnell nachgibt, dann könnte man den auch quasi als Ablenkung nehmen und weitere Vermögensgegenstände in so einer Dose woanders unterbringen. Wir finden alles in allem eine sehr coole Idee, lässt sich gut verwenden, fällt nicht weiter auf. Es gibt auch viele andere Motive, wir werden euch noch verschiedene Varianten davon vorstellen. Und in einer Preislage von 14 bis 15 Euro finden wir das eine günstige Alternative, um hier Wertgegenstände geschickt zu verstecken. Und sauber verarbeitet ist das Ganze auch, also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Tresore oder Geldverstecke sucht, dann schaut doch auch auf unserer Webseite vorbei. Hier haben wir aktuelle Berichte und Tests für euch zum Thema Tresor und zu solchen Dosensafes, Mini-Safes für euch hinterlegt. Und den Link, den findet ihr unter unserem Video. Und wenn euch dieses kurze Produktvideo gefallen und geholfen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen hoch.